Ja, verehrte Damen und Herren, ich bin dankbar, dass wir zu Beginn Professor Dr. Thomas Söding begrüßen dürfen. Ich habe ihn vor 2 Wochen bei der letzten Synodalversammlung in Frankfurt getroffen und ich will ehrlich sagen, es treibt mich um, was dort passiert ist. Es ist vielleicht auch ein Beschäftigen mit der Frage des Heiligen Geistes. Aus meiner Sicht ist er kein Grenzsteinsetzer. Wer auf ihn hört, wie es Kardinal Gregg und auch Papst Franziskus immer wieder fordern, kann wahrscheinlich Mauern übersteigen und sich das kaum Vorstellbare vorstellen. Vielleicht kann das sensible Hinhören und das Ernstnehmen des Wortes des anderen Grenzen aufheben, die sonst nie aufhebbar gewesen wären. Ich bin mutig persönlich, denn vielleicht gemeint damit das Übersteigen von Nationen, das Ende und Übersteigen von Konfessionen. Was, wenn Synodalität für die Ökumene ein neuer Impulsgeber wird? Es geht doch nicht um das Schaffen einer zweiten evangelischen Kirche, sondern um die Sehnsucht, wieder eins zu werden. Erste Herausforderung. Zweite Herausforderung, an der wir im Moment als Kirche stehen. Das Wort Synodalität nicht leer laufen zu lassen. Der Trend ist zu verwenden, ermöglicht vielen, das zu fassen, was sie schon immer als Kirchenbild darin meinten, ohne sich zu verändern. Doch das ist wahrscheinlich Synodalität nicht. Dieser Modus braucht Klarheit, die noch nicht existiert, wenn wir Synodalität meinen, und Inhalte, über die es sich zu streiten lohnt. Die Kirche dieser Welt, die Kirche in Deutschland, ist am Anfang ihres Weges, diese Worte mit Tiefe zu füllen. Wir haben aber noch lange nicht das fertige Konzept. Die Krise der Kirche verlangt andererseits eine rasche Klärung, um Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen. Thomas Söding ist jemand, der darum ringt, der sich international einsetzt und zugleich unwahrscheinlich engagiert bei diesem Aufbruch, Umbruch von Kirche und dem Neufinden, wie Mottos und Inhalt zusammenkommen können. Er selbst ist 1956 in Hannover geboren und ist inzwischen einer der renommiertesten deutschen katholischen Theologen und eigentlich hauptberuflich Professor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität in Bochum. 1985 promoviert, 1991 habilitiert, das alles in Exegese, war er schon 2005 als Experte bei der Weltbischofssynode über die Eucharistie, 2008 bei der Weltbischofssynode über das Wort Gottes und im Oktober 2012 bei der Weltbischofssynode zum Thema Neuevangelisierung mit dabei. Er ist also erfahren in Synodalität. Er ist erfahren in wissenschaftlicher Reflexion. Seit 2007 gibt er die internationale katholische Zeitschrift Communio heraus. Seit 2011 ist er im Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung. Aber er engagiert sich auch als katholischer Laie im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Dort wurde er 2021 zum Vizepräsidenten gewählt und damit ist er laut Satzung auch Teil des Präsidiums des deutschen Synodalen Wegs. Heute ist er hier bei uns zum Digitalkongress, gibt eine deutsche Perspektive auf Synodalität. Ich freue mich auf Sie, lieber Professor Söding. Herzlich willkommen in Leipzig. Herzlich willkommen bei unserem Digitalkongress. Mille grazie, carissimi pellegrini in cammino sinodale, croyant venere en Christ, dear brothers and sisters in our Catholic Church und verehrte Auszubildende in der Schule Jesu Christi. Gratulation an Missio und an die Katholische Akademie Dresden-Meißen für die Initiative zu diesem großartigen Projekt und herzlichen Dank für die Einladung, heute mit euch und Ihnen zu sprechen. Als gelernter Neutestamentler weiß ich, wie wichtig von Anfang an die großen Städte für die Ausbreitung des Christentums gewesen sind. Sie fordern in krassen sozialen Gegensätzen die Option für die Armen. Sie sind ein Schmelztiegel diverser Kulturen, in denen das Evangelium Jesu Christi nicht selbstverständlich ist, sondern überall mitten auf dem Areopag verkündet und verteidigt, entdeckt und erschlossen sein will. Sie machen
unzweifelhaft deutlich, dass die Kirche, um mit dem Johannesevangelium zu sprechen, zwar nicht von der Welt, aber mitten in der Welt ist. Die großen Städte können die ländlichen Regionen nicht in den Schatten stellen, aber die soziologischen Entwicklungen zeigen auch, das Global Village wird zu einer Global City und die Metropolen müssen sich vom Moloch der Großstadt zu Ökosystemen solidarischer Gemeinschaft wandeln, die allen Menschen guten Willens offenstehen. Die katholische Kirche trägt eine große Verantwortung. Sie wird ihr nur gerecht, wenn sie gut aufgestellt ist. Sie ist global, regional und lokal präsent. Ihre Berufung, der Einigung der Menschen mit Gott und untereinander zu dienen, ist auch ihre Chance und ihre Verpflichtung. In der Welt von heute ist es der katholischen Kirche aufgetragen, Synodalität zu lernen, neu zu lernen. Dass der Glaube ein Weg ist, der gemeinsam gegangen werden soll, so unterschiedlich die Ausgangspunkte und Geschwindigkeiten sind, ist der Kirche in die Wiege gelegt. Ziel des Weges ist Gott. Und deshalb ist es jeder Mensch, besonders sind es die Hungrigen und Durstigen, die Fremden und Obdachlosen, die nackten und gefangenen Menschenkinder, mit denen sich der Menschensohn identifiziert, indem er ihr Leiden und Sterben teilt, um ihnen Anteil an der Auferstehung zu geben. Um dieses Glaubens, dieser Liebe und dieser Hoffnung willen gibt es die Kirche, deshalb ist sie auf dem Weg. Allerdings reicht es nicht, in der Beschreibung der Kirche als Weggemeinschaft allgemein zu bleiben. Konkretionen sind gefragt. Sie werden derzeit weltweit erkundet. Sie müssen in der römischen Weltsynode zusammengeführt und sie müssen weitergeführt. Meine Aufgabe heute zu Beginn der Konferenz ist es, die Erfahrungen auf dem synodalen Weg, die in Deutschland gesammelt werden, in den Kontext der Weltkirche zu stellen. Es geht ums Hören auf Gottes Wort in vielen menschlichen Stimmen. Es geht um die Unterscheidung der Geister in verlockenden Alternativen. Es geht auch ums gemeinsame Beraten und Entscheiden in großen Herausforderungen. Was auf dem synodalen Weg in Deutschland erarbeitet, besprochen und schon entschieden worden ist, sind teils Projekte, die dem hiesigen Kontext verpflichtet sind und Lösungen vor Ort erlauben, aber auch verlangen. Teils sind es Themen von weltkirchlicher Bedeutung. Bei den Aufgaben, die vor Ort zu erledigen sind, entstehen auf dem synodalen Weg in Deutschland keine Muster, die kopiert werden könnten. Vielleicht aber Anregungen für andere Ortskirchen, passgenaue Lösungen für das eigene Land und die spezifische pastorale Situation zu entwickeln. Seien Sie sicher, dass wir in Deutschland aufmerksam beobachten, was in anderen Kontinenten und Nationen vor sich geht. Wir wollen lernen. Bei den Themen, die weltkirchliche Bedeutung haben, bringen wir unsere Voten in den synodalen Prozess der ganzen Kirche ein. Wir tun es, um gehört zu werden und zu hören. Bescheiden und demütig, aber nicht ohne Argument. Als Vizepräsident des Synodalen Weges reflektiere ich den Prozess in Deutschland aus teilnehmender Beobachtung. Ich bin nicht neutral. Ich bin engagiert. Engagiert für die Umkehr und Erneuerung der Kirche. Ich stehe dafür, die Ermunterung und Ermahnung ernst zu nehmen, die uns Papst Franziskus mit seinem Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland mit auf den Weg gegeben hat. Primat der Evangelisierung, Wahrung der Einheit, keine Expertokratie, kein elitäres Denken, sondern die Stimme des Volkes Gottes zu Gehör zu bringen. Von dieser Position aus erlaube ich mir, drei Lernschritte auf dem synodalen Weg der katholischen Kirche vorzuschlagen. Erstens,
Synodalität muss mit einer aufmerksamen, nüchternen, empathischen, kritischen Analyse der kirchlichen Wirklichkeit beginnen. Schönfärberei und Verdrängung sind ein Übel. Ekklesiologische Prinzipien helfen wenig, wenn sie mit der Realität kollidieren. Für den synodalen Weg in Deutschland war und ist die Auseinandersetzung mit dem Machtmissbrauch durch Geistliche entscheidend. Eine wissenschaftliche Untersuchung, die von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben worden war, hat gezeigt, dass es sich nicht nur um das Fehlverhalten Einzelner handelt, sondern dass es einen systemischen Zusammenhang gibt. Täter werden begünstigt, Opfer werden andauernd diskriminiert, Vertuschung wird zur Praxis, weil die Kirche geschützt werden soll. Das ist Klerikalismus. Historische Studien haben inzwischen bewiesen, dass die Probleme im Wesentlichen nicht von außen in die Kirche importiert worden sind, etwa durch sexuelle Libertinage westlicher Gesellschaften, sondern dass sie hausgemacht sind. Der Klerikalismus fordert nicht nur eine scharfe Kritik, sondern auch ein Umsteuern. Mehr Partizipation und Transparenz, mehr Kontrolle und Rechenschaft müssen garantiert werden, und zwar dauerhaft. Soweit bekannt ist der systemische Machtmissbrauch nicht nur ein Problem in Deutschland, so unterschiedlich auch seine Ausprägungen in verschiedenen Kontexten sind. Er zeigt ein doppeltes Problem der katholischen Kirche. Zum einen hat sie in der Neuzeit zu sehr mit autokratischen Regierungsformen geliebäugelt. Die Nachfolge Jesu ist aber eine Bewegung des Volkes. Zum anderen hat die katholische Kirche bis heute ein Problem mit den Grundrechten. In der katholischen Kirche werden Menschen wegen ihres Geschlechtes und ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. Das Volk Gottes hat signifikant zu wenig Mitspracherechte. Wer wollte beides bezweifeln? Die Verkündigung des Evangeliums kann jedoch nicht gelingen, wenn es nicht zu einem Aufbruch des Glaubens kommt, der die Herzen der Menschen erfüllt und neue Strukturen schafft, in denen Gottes Geist wirken kann. Zweitens, Synodalität braucht verlässliche Formen geschwisterlichen Austausches und gemeinsamer Verantwortung. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche Synodalität neu entdeckt, aber als episkopale, als bischöfliche Kollegialität eng geführt. Das Bischofsamt ist konsequent aufgewertet, aber nicht konsequent in das Kirchenvolk eingebettet worden. Deshalb sind Theorien entstanden, die besagen, dass aus theologischen Gründen angeblich nur die Bischöfe Entscheidungsvollmacht in der katholischen Kirche haben dürften. Diese Konzentration ist aber eine Reduktion. Sie verkennt die vielen Charismen, die in der Kirche Kraft des Geistes Gottes blühen. Schon beim Apostelkonzil war die gesamte Urgemeinde aktiv beteiligt. Das Bischofsamt, das wir derzeit weltweit in einer tiefen Glaubwürdigkeitskrise sehen, wird sich nicht erneuern, wenn es sich sozusagen auf den Thron der Kirche setzt, sondern nur dann, wenn es herabsteigt vom Podest und seine Aufgabe der Leitung neu versteht. Synodal, als Vernetzung der Gläubigen, als Selbstbegrenzung im Respekt vor dem Glaubensrecht anderer, als Förderung von Kompetenz und Kooperation, als öffentlicher Dienst des Glaubenszeugnisses, der nicht das letzte Wort haben will, sondern Freiräume zum Sehen, Urteilen und Handeln schafft, um der lebendigen Einheit der Kirche zu dienen. So verstehe ich das Jesuswort, dass die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein sollen. Die Internationale Theologische Kommission hat das Problem erkannt. Sie hat es dadurch zu lösen versucht, dass sie ein gemeinsames Beraten empfiehlt, intensiver als bislang üblich, während das Entscheiden nur den Bischöfen zusteht. Aber bei den Vorbereitungsfragen zur Weltbischofskonferenz wird problematisiert, ob diese Entgegensetzung von Decision-Taking und Decision-Making der Weisheit letzter Schluss sei. Ich wage das zu bezweifeln. Ignatius von Loyola wäre die
Tradition fremd geblieben. Heutige Steuerungsprozesse sind hybrid. Monitoring und Evaluation zum Beispiel gehören von Anfang an mit Überlegungen und Entschlüssen zusammen. Warum soll eigentlich, wer qualifiziert mit beraten kann, nicht auch verantwortlich mit entscheiden können? Bei Finanzen ist dies kirchenrechtlich heute schon der Fall. Warum dann nicht auch bei Personal- und Strukturfragen? Wie allerdings diese Gemeinschaftsaufgabe erfüllt werden kann, ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Vielerorts sind es Ordensleute und Mitglieder der Institute geweihten Lebens, darunter sehr viele Frauen, die einen großen Teil der pastoralen Arbeit übernehmen, einschließlich der Leitungsverantwortung. Für Deutschland ist es typisch, dass Millionen Mitglieder katholischer Vereine und Verbände, ebenso wie tausende Mitglieder von lokalen und diözesanen Pastoralräten entscheidend am kirchlichen Leben mitwirken. Beide Säulen werden durch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken vertreten. Deshalb ist die Deutsche Bischofskonferenz auf das ZDK mit der Bitte zugegangen, den synodalen Weg gemeinsam zu gehen, auf Augenhöhe, im Beraten und im Entscheiden. 4 von 5 Etappen dieses Weges sind zurückgelegt und eine Fortsetzung ist beschlossen. Synodalität wird nachhaltig. Nicht als Opposition von Laien gegen Bischöfe, sondern als Versammlung der Gläubigen mit ihren Bischöfen, damit pastorale Zukunftsfragen zum Wohl der Kirche, also der Gläubigen und nicht zuletzt der Betroffenen von klerikalem Machtmissbrauch, gemeinsam beraten und entschieden werden auf der Ebene des Bundes und auch auf der Ebene der Diözesen. Wegen der besonderen historischen Situation in Deutschland ist dies kein Exportmodell, aber ein Beispiel, wie Synodalität verbindlich auf Dauer gestellt werden kann. Drittens und letztens, Synodalität ist kein Selbstzweck, sondern eine Form gemeinsamen Glaubens, der zum Handeln führt, um Zeugnis für Gott und für sein rettendes Wort abzulegen. Es ist richtig, dass immer wieder das gemeinsame Hören als Grundform der Synodalität beschrieben wird. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das reicht als Leitwort von Synodalität nicht aus. Ich halte es mit dem Jakobusbrief: Werdet nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Synodalität wird an ihren Früchten erkannt werden. Mehr Geist, mehr Glauben, mehr Dienst, mehr Freiheit, mehr gemeinsame Verantwortung in der Kirche. In Deutschland haben wir erste Handlungstexte beschlossen. Das Kirchenvolk soll stärker an der Bestellung von Bischöfen beteiligt werden. Das kirchliche Arbeitsrecht soll nicht die Schlafzimmer der Angestellten ausspähen, sondern ihr Engagement für das Evangelium in der Organisation klären, für die sie arbeiten. Klar ist auch, der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei kirchlichen Verwaltungen und Einrichtungen soll massiv erhöht werden. Viele weitere Impulse werden noch gesetzt. Sie sehen, hier wird nicht etwa eine neue Kirche errichtet, sondern die katholische Kirche wird erneuert. Unsere evangelischen Beobachterinnen und Beobachter bezeugen uns vielleicht am besten, wie katholisch wir in unserem Sehen, Urteilen und Handeln sind, weil die Bischöfe aktive Weggenossen sind und weil die repräsentativen Vertretungen des Kirchenvolkes sich aus ihrem katholischen Glauben heraus aktiv einbringen, bei der Diagnose, der Anamnese und der Therapie. Aus vielen Ländern hören wir im Vorfeld der römischen Synode, dass ganz ähnliche Probleme aufbrechen, wie wir sie in Deutschland lösen müssen, damit das Evangelium überzeugt und überzeugend verkündet werden kann. Setzen wir darauf, dass diese Anfragen nicht verdrängt werden, sondern zu Antworten führen, die uns Zukunft und Hoffnung geben. Liebe Glaubensgeschwister, die katholische Kirche in Deutschland verliert Mitglieder. Das ist schmerzlich. Sie ist und bleibt aber die größte gesellschaftliche Gruppe unseres Landes. Das verpflichtet. Sie hat eine wichtige Aufgabe in der Öffentlichkeit. Gott die Ehre zu geben und für das menschliche Leben einzutreten, gerade am empfindlichen Anfang und Ende. Und überall, wo durch Bildungseinrichtungen, durch Sozialstationen und Krankenhäuser Menschen gestärkt werden.
Nicht zuletzt hat die katholische Kirche eine große internationale Verantwortung, auch durch die kirchlichen Hilfswerke wie Adveniat und Miserior, Renovabis und Missi. Damit sie diese Aufgaben erfüllen kann, braucht die Kirche die Umkehr und Erneuerung auf dem synodalen Weg. Sie braucht auch den internationalen Austausch über das, was eine synodale katholische Kirche ist. Begleiten Sie uns in Deutschland auf diesem Weg mit Ihren Gebeten. Fallen Sie nicht auf Fake News herein, von denen leider viele kritische Stimmen beeinflusst werden. Lassen Sie uns echte Kontroversen fair austragen und weltweit katholische Bündnisse schmieden. Seien wir alle gemeinsam unterwegs auf dem Weg, den Jesus uns weist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.